Hallo Leute, Session Music in Frankfurt am Main. Ich bin Marco vom Basskanal. Heute stelle ich euch vor, das Ding hier, Sandberg, California, TT4 in Creme. Und zwar auf vielfachen Wunsch von euch. Bitte sehr, da ist er. Peter, du hörst, der klingt ganz schön lange nach. Und er brummt auch ziemlich lange nach. Naja, kein Wunder. Hallo Leute, willkommen bei Session Music im Basskanal. Ich bin der Marco und heute stelle ich euch mal das Ding hier vor. Auf vielfachen Wunsch, das ist der Sandberg California Electra TT4 in Creme. Und zwar in High Gloss Creme, deswegen HG. Das Ding kommt nicht also aus Bad Homburg, sondern HG wie High Gloss. Ja, wie gesagt, auf vielfachen Wunsch. Wir haben ja letztens das Pendant in einer Precision-Form von Sandberg nochmal irgendwie getestet. Auch in Sunburst natürlich schon. Und da hieß es halt eben, Margo, test doch mal das Ding, was so aussieht wie ein Jazzbass. Und da ist das Ding auch, Sandberg Electra. Das bedeutet mittlere Preisklasse, also Sandberg für sozusagen Einsteiger. Dennoch bietet Sandberg, wie gesagt, immer noch eine super gute Qualität. Die Jungs aus Braunschweig, die sind einfach klasse. Die Jungs bauen da Sachen, die wirklich jeden einzelnen Cent wert sind. Fangen wir einfach mal an. Als erstes mal optisch ganz weit vorne. So eine schöne cremefarbene Lackierung, Tortoise-Schlagbrett, ganz klassische Jazzbass-Bestückung und zwar mit Sandberg eigene Alnico. Pickups, wir haben einen Linde-Korpus, wie beim P-Modell natürlich auch schon. Shapings sind ein bisschen weiter gehalten. Also wie gesagt, der Bauch, ne, der Bassistenbauch, den ich halt den wirklich auch sehr pflege, der wird hier weitgehend halt eben kaschiert, wie man so schön sagt. Eine Sechsbuchtbefestigung, hier peng, 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 peng. Schön die Schrauben eingelassen, sehr gut verarbeitet. Cutaways sind etwas tiefer gefräst als beim normalen P-Bass. Hier kann man es noch ein bisschen besser sehen, Peter. Wenn du so freundlich wärst. So, hier, zack. Alles sehr, sehr schön abgerundet. Also, wie gesagt, keine Ecken, keine Kanten. Alles wirklich so gemacht, dass es ergonomisch ganz, ganz weit vorne ist. Ein Batteriefach, auch sehr einfach zu handhaben. Rinn raus, fertig. Grundnormale Gurtknöpfe, beziehungsweise Gurtknöpfe, die von Göldo stammen. Das sind diese Kombi-Gurtknöpfe, mit denen man einen normalen Gurt, wie zum Beispiel meinen bekannten Anyway-Gurt, der natürlich farblich überhaupt nicht dazu passt, aber Tradition ist Tradition. Da kann man normale Gurte dran machen, man kann aber auch hier die Straplocks von Schaller beispielsweise drauf machen. Der Hals ist, wie bei Sandberg übrig, ein Ahornhals, der hier so satiniert lackiert ist, also bedeutet, es fühlt sich so ein bisschen matt aus, ist aber dennoch trotzdem lackiert, so ein bisschen orange eingefärbt, was auch so ein bisschen so den Vintage-Look halt eben widerspiegeln soll. Sehr, sehr schön gemacht. Hier hat es hier so einen kleinen Bürzel. Da kann man hier schön so den Daumen abstürzen. Maße eher wie ein, ja, 70er Jahre, bisschen klobiger Jazzbasshals. Muss man probieren. Wie gesagt, der eine mag es, der eine mag es nicht. Das mit dem Lack ist bei dem Instrument noch wirklich in Ordnung. Das wäre so ein Teil, welches ich vielleicht erstmal nach einem Jahr erstmal so abziehen würde. Ne? Also wenn ich so ein Teil hätte. Wie gesagt, fühlt sich sehr, sehr gut an. Ist so, ja, wie gesagt, wie so ein bisschen gebraucht. Wird mit der Zeit natürlich halt auch, wenn man viel spielt, auch natürlich glänzend. Kann man mal wieder anrauen, beziehungsweise wenn man keinen Bock auf Lack hat,
her mit der Zielklinge und weg damit. Die vier Mechaniken sind so ein bisschen im Vintage-Style, sind offen, erinnern natürlich weitgehend an die alten Fender-Mechaniken, tun ihr Werk wirklich sehr, sehr gut. Also nicht zu beanstanden, die Kopflatte, bekannt vom Sandberg her, so eine etwas abgeänderte Fender-Kopflatte. Wunderbar, ist auch schon ein bisschen dicker als das Original. Und vorne hat man, wie beim P-Modell schon, einen Seitenniederhalter für für A, D und G. E-Seite muss man nicht runter drücken, weil die schon sehr, sehr weit, also hier ist der Winkel, ja, ist schon sehr, sehr steil. Das bedeutet, die Seite übt schon genügend Druck auf die Kopflatte aus. Ansonsten sind die Mechaniken, die Hülsen hier, konisch. Das bedeutet, die Seite zieht sich von alleine schön nach unten. Sehr, sehr gute Geschichte, weil, wie gesagt, man muss da auf den Mechaniken so zwei, drei Wicklungen immer ein bisschen mehr drauf geben, damit, wie gesagt, die Kopflatte genügend Druck von den Seiten bekommt. Hier, großartig, wie schon erwähnt, vielleicht hören es ja die Leute mal von Sandberg Orient mal, ich finde es klasse, wenn man auch einen Seitenniederhalter für alle vier Seiten entwickeln könnte. Dann ist einfach von vornherein der Druck so groß, dass die Kopflatte so gut wie gar nicht schwingt. Kunststoffsattel und der obligatorische Nullbund natürlich. Klar, jede Seite, ja, klingt laut, also klingt gegriffen, gespielt genauso laut wie eine leere Seite. Das ist insbesondere vom Vorteil, wenn man im Studio ist. Im Live-Sound, ja, das ist so eine Geschichte. Deine mag's nicht so sehr. Ich persönlich bevorzuge keinen Nullbund. Aber das gibt dem Sound, das Gesamtsound des Instruments auch eine sehr, sehr moderne Note. Und es macht natürlich auch wirklich Defizite, die der Bass vielleicht mit sich bringen würde, auch wieder weg. Das bedeutet, manche Deadspots halt eben kann man dadurch ein bisschen eliminieren. Nicht ganz wegkriegen, aber man kriegt das ein bisschen besser in den Griff. Ne? Ne, zum Beispiel das C und das Des. Ne? Es ist nicht ganz so schlimm wie beispielsweise wie bei einem Bass ohne Nullbund. Ansonsten hat das Griffbrett aus Palisander leider keine Dots oder keine Inlays, was ich persönlich wirklich begrüßen würde. Jedoch aber hier die obligatorischen Dot-Inlays auf der Seite. Wir haben 22 Bünde. Das bedeutet 10 Bünde, die ich nicht benutze. Nein, Spaß, natürlich. Ne? Der Bass klingt insgesamt sehr, sehr klar. Also wirklich einen sehr, sehr modernen Jazz-Bass-Sound. Also, ne, ihr merkt schon die E-Seite. Macht aber natürlich mit dem Finger gespielt und genauso. Also sehr, sehr knorzig der Sound. Also Jazz passt typisch, würde ich mal sagen. Hoppla, da rutscht mir doch einfach weg. Elektronik ist aktiv. Ja. Ihr habt hier einen Maße-Volume-Regler, einen Balance-Regler, respektive in der Mitte laufen beide. Nach vorne gedreht in Richtung des Tonabnehmers Hals bzw. Brückentonabnehmer und eine Zweiband-Elektronik, die sehr, sehr wirkungsvoll ist. Eine der Elektroniken, die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Also ich bin ja nicht so ein Elektronik-Fan, aber die ist wirklich sehr gut. Die bringt halt eben so ein bisschen so zwar etwas harsche Höhen, aber finde ich klasse beim Pickspielen, dann kann man so wirklich böse, richtig böse Sounds rauskriegen. Da knattert es und da klappert es halt überall. Ich persönlich finde das klasse. Muss man natürlich halt dem, wie gesagt, fein dosieren das Ganze. In der Mittelstellung keine Beeinflussung des Klanges, also eine 0 dB. Respektive mit dem Uhrzeigersinn anheben. Gegen Uhrzeigersinn annehmen der höheren Frequenzen. Der untere Ring, Peter, vielleicht kannst du mal einen Tick, ja, hier, seht ihr hier oberen Ring, ne, beziehungsweise obere Knopf, untere Knopf. Der untere Knopf macht das Ganze halt dem mit den Bässe. Die Bässe sind sehr, sehr weich, wobei ich habe das Gefühl, dass das Ding halt dem eher so in den unteren Tiefen oder ja, in den tiefen Mitten halt dem wirkt. Ja, der
Der Bass klingt nie schwammig. Klingt es heute trotzdem immer noch, also ist, man kann ihn immer sehr, sehr gut greifen. So Vintage Sound. Ne? Kann man halt den wirklich sehr gut reproduzieren. Bisschen die Höhen weggedreht, Bass rein und schon habt ihr halt eben schon einen sozusagen Motown-ähnlichen Klang. Wenn ihr auf Elektronik keinen Bock habt, ganz klar hier passiv, dann ist das Ganze eben ohne Batterie, ohne Preamp wird ausgeschaltet sozusagen. Dann habt ihr jedoch wirklich nur den Master Volume Regler und den Balance Regler zur Verfügung. Das Ding besitzt also keine passive Tonblende. Ansonsten hier, ich mache das mal kurz aus. Ansonsten hier alles sehr, sehr gut verarbeitet. Das Schlagbrett in Tortoise, dreilagig, ist so am Original angelehnt. Auch hier seht ihr, ne, die Metallplatte klassisch wie beim Jazzbass, jedoch hier so ein bisschen kurvenreicher gestaltet, ebenfalls am Original gehalten. Aber natürlich, klar, es ist halt eben kein Fender, es ist halt ein Sandberg-Bass. Deswegen muss man da so ein bisschen was anderes machen. Bünde und Verarbeitung des Halses ganz weit vorne, Medium Size, ja, also sind wirklich sehr, sehr gut bespielbar. Bünde ist an und für sich ein recht schneller Hals für die Leute, die schnell spielen können, also nicht so wie ich. Das, ja, das ist so ein Flitzebogenhals, wie man so schön sagt. Ne? Da kann man so sehr, sehr schnell agieren. Fühlt sich ja, recht stabil an. Der Bass hängt insgesamt sehr, sehr gut am Körper. Das bedeutet, in einer alte Männerposition wie bei mir, so. Ansonsten weiter unten geht auch. Mensch, wenn ich das irgendwie jetzt mal runterkriege. Ja, ja, geht. Also auch hier, ganz weit vorne. Finde ich, dann macht der Sandberg Elektro auch eine gute Figur. Ne? Der Hals lässt sehr gut spielen. Hier Shapings, alles sehr, sehr gut gemacht. Bearbeitung würde ich mal sagen, eine glatte 1. Man muss das immer auch relativieren. Was kostet so ein Bass? Ja, wie gesagt, das ist so das mittlere Preissegment. 100.000 Euro auf jeden Fall. Und was kriegt man denn für das Geld? Ja, ganz klar, das ist wie alle Leute, die halt eben sagen, ach Gott, ich möchte eigentlich keinen Fender, aber ich möchte da sowas in Richtung haben, darf ruhig ein bisschen moderner klingen. Und vielleicht soll auch Made in Germany, beziehungsweise soll halt vielleicht schon einen namhaften Instrumentenbauer gebaut sein, dann ja klar, dann ist das vielleicht auch euer Instrument. Die Dinge werden da in Korea irgendwie gefertigt, Teile, und hier dann in Deutschland bei Sandberg in Braunschweig zusammengebaut. Was aber der Qualität irgendwie die Qualität nicht irgendwie ein Nachteil oder irgendwie ein schlechtes Licht drückt. Das ist einfach super verarbeitet, Halseinstellstab hier, man kann wunderbar mit den Schlüssel reingehen und richtig schön rumknorzen, passt 1A. Die Brücke ist wie beim P-Modell schon die überarbeitete Brücke mit der zusätzlichen kleinen Schraube. Das ist dann diese hier, ne? Also da, wo ich gerade meinen Finger habe. Das ist die Schraube, mit der man wirklich so die Intonation hin und her schieben kann. Brücke macht wie alle Sandberg-Brücken wirklich einen soliden Eindruck, ist wirklich mehr als robust. Seiten werden nur eingehängt, das bedeutet, beschichtete Seiten werden nicht beschädigt. Wir haben jetzt hier irgendwelche Datare-Seiten drauf. Tonabnehmerhöhe lässt sich ganz normal hier einstellen. Der Bass war vom Werk aus bis auf die Tonabnehmerhöhe super eingestellt, ausgepacktes Baby. Ich habe hier lediglich ein bisschen die Tonabnehmer runtergeschraubt, weil ich es mag beim Jazzbass, wenn es ein bisschen luftiger klingt. Wie gesagt, ein super Instrument, der Einsteiger, mittlere Preisklasse. Für alle Leute, die halt eben so das Traditionelle lieben, aber doch vielleicht noch einen Touch, so ein bisschen mehr moderne Soundgestaltung haben möchten, das könnte vielleicht euer Instrument sein. Wir haben, glaube ich, so ziemlich alles von Sandberg da. Wir haben das Teil natürlich in Creme, sieht super gut aus, finde ich. Wir haben das Ding auch in Sunburst natürlich auch da. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal der Bassabteilung einen Besuch abstatten würdet. Steffen, Tim und ich warten gerne auf euch. Dann könnt ihr das Ding mal testen. Und ja, ihr habt wie immer bei uns die 33 Tage Money-Back-Garantie. Wenn ihr keinen Bock mehr auf das Ding habt oder wenn ihr es vielleicht dann doch nicht der Sandberg eurer Träume ist, dann könnt ihr euch vielleicht
anderen holen, ne? Oder vielleicht was anderes, je nachdem. Und wenn das alles nicht hilft, haben wir natürlich immer noch die 66 Tage Umtauschrecht, Rückgaberecht und was versichert dem alles noch. Ja, leider kann ich euch heute von Peter nicht zeigen, denn heute hatte Peter irgendwie einen komischen Style an. Ich glaube, ne, das will ich euch nicht zeigen, aber ich glaube im nächsten Monat, der Peter guckt mich ganz böse an, ich glaube im nächsten Monat zeige ich euch mal wieder ein paar Teile von Peter, also ein paar Detailaufnahmen. In diesem Sinne, Leute, das war Marco von Session Music, der Basskanal in Frankfurt am Main. Ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt, meine Kollegen ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Ciao.